Ja, willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Mega Maker. Und heute werde ich so einige Levels spielen, die von Leuten gemacht wurden, ja, die ich nicht kenne, die nicht in meiner Community sind und so weiter. Also ich werde irgendwelche Levels random einfach rauspicken, von denen ich meine, dass sie vielleicht interessant sein könnten. Und ich werde natürlich nicht die Kanäle derjenigen, die die Levels erstellt haben, in die Videobeschreibung packen, da ich nicht weiß, ob die überhaupt einen YouTube-Kanal haben. Ist ja klar. So, Find Levels. Browse. Was haben wir denn hier? Welche? Please Mega Maker 1 Year. Checkpoint. Inside. Achso, Checkpoint heißt der Ersteller, ne? Inside the Wall. Hört sich an, als müsste man sich irgendwie durch die Mauer glitschen. Choose Your Destiny. Crashman of the Titans. The Ultimate Battle. Bombman Fight. Windstorm Platform Practice. Das klingt doch mal interessant. Das hat auch keinen Boss. Das hat also ein Ending, also in Form eines Items. So. Mit Windman Musik. So. Also hier gibt. Die kann ich jetzt als Plattform. Ah, interessant. Das ist ja interessant. Okay. Das finde ich sehr nice. Das wusste ich gar nicht, dass diese Waffe das kann. So. Wie lange. Nicht, dass es irgendwann auf. Ja, löst sich irgendwann auf, ne? Verarscht einen also. Sehr gut. Ich hätte hier aber gerne jetzt einen Checkpoint. Wenn da so was Gefährliches vorkommt. Denn dann passiert das. Ist genauso wie bei Katze oder Spark Cat 2, meine ich. Das muss man so abtimen, das ist echt. Weil das ist schwer abzutimen, sowas. Aber jetzt wissen wir auch, dass die Wind. Dass die Waffe von Windman eine besondere Fähigkeit hat. Okay. Gut, das ging ja noch mit Uptime, aber hier. So. Ah ja, ich bin da blöd. Ich kann ja natürlich mehr von. Warte mal. Wie viel kann ich hier? Okay. Gut, das macht es natürlich einfacher. Ich habe immer nur einen abgeschossen, warum auch immer. So. Das fand ich jetzt nicht so gut, den Übergang. Aber okay. Oh, du Trottel, spring doch darauf. Danke. Oh, das ist. Oh, das ist mies. Geht aber gerade noch so. Okay. Ja. Ein Checkpoint bitte auch mal hier. Moment. Wir wollen, dass ich das kaputt mache. Ah ne, das ist ja schon das Ende. Okay. Gut. Also, dafür, dass ich jetzt hier gelernt habe, was man mit der Windman-Waffe machen kann, bekommt es einen Daumen hoch. Und dann wollen wir ja weiter mal gucken hier. Clockwork 2, Fire and Ice. Ja, mal gucken, ein bisschen weiter runter hier. Windstorm, das habe ich eben gemacht. Ach so. Mehr gibt es hier nicht. Okay. Na gut, dann wollen wir mal mit dem untersten hier anfangen. Das ist das hier. Gut, dann Bombman Fight. Was? Man kämpft nur gegen Bombman. Das wird, denke ich mal, nicht so sonderlich spektakulär werden, oder? Ich denke, man hat den Firestorm als reguläre Waffe. Rush hat man auch. Okay. Firestorm als reguläre Waffe. Das ist. Ja, da ist man leicht overpowered. Wie man es eindrucksvoll sehen kann hier. Obwohl leicht overpowered. Extrem overpowered. Ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich
linear strukturiertes Level. Ist ja nicht schlimm. Oh, der Übergang. Oh, der Übergang. Checkpoint, ganz vernünftig. Ja, könnte man hier machen. Also, Firestorm als Regulärwaffe zu bekommen, das macht ein Level ziemlich einfach. Okay. Ja, alles kein Problem hier. Alles kein Problem. Auch das hier nicht. Hey, hier. Hier. Da fliegt das Feuer nach oben. Also sonderlich spektakulär, wie gesagt, ist es nun nicht, weil man einfach hier gut durchkommt. Man kann die Gegner sehr schnell besiegen, ohne Probleme. Also, ich muss sagen, ja, ist vielleicht ein Level für Anfänger hier. Und am besten hat Bombman jetzt auch noch die Schwäche gegenüber dieser Waffe. Oh, er ist noch nicht dran. Okay. Oder? Jetzt vielleicht? Irgendwie weiß ich nicht. Diese Teleporter hatte ich ja schon im letzten Part ja so ein kleines Problemchen mit gehabt. Oh, Energie hier. Ja, weil ich spiele ziemlich unvorsichtig. Was kann man in einem solchen leichten Level ja auch machen? So, jetzt geht's hier weiter. Warum auch immer hier jetzt solche Boss-Türen eingebracht werden? Ich finde, die passen da nur gar nicht hin. Was steht da oben? Meme, okay. Oh, da ist ja Bombman schon. Hallo. Er hat tatsächlich die Schwäche. Er hat tatsächlich die Schwäche und lässt sich somit leicht besiegen. Okay, Mega Man, dann macht da mal der Meme hier. Zack. Ja, sonderlich. Ja, komm, wir wollen mal nicht so sein. Machen wir mal einen Daumen hoch hier. Dann freut er sich. Ist wahrscheinlich ja eher für Anfänger konzipiert. Kaizo Sky Factory. Na, warte mal, ich habe ja gesagt, ich fange unten. Hä? Ist jetzt wieder eine neue Auswahl hier? Choose your destiny inside the world. Ist gut. Achso. Magnet Run. Stone Man Run. Warum Run hier die ganze Zeit? Rockman Elf. Solar Man. Okay. Dr. Light als Avatar? Naja, warum nicht? Solarman, das interessiert mich jetzt. Rockman 11 Solarman. Hat aber die Musik von Iceman und auch Iceman Hintergrund hier. nee, es war nicht Iceman, ich glaube Blizzardman Hintergrund. Was zur Hölle? Moment mal, da muss man ja erstmal gucken. Was habe ich hier an Möglichkeiten? Aha, okay. Kann ich aufladen? Nein. Aber sliden kann ich. Okay, gut. Okay. Jetzt haben wir hier so einen Lift, oder wie? Na, da bin ich auch viel schneller als der Lift. Oh, da auch nicht. Oder wir lassen ihn einfach nach oben passieren und dann nervt er uns nicht weiterhin. Ah, diese Stelle ist scheiße. Solche Spike-Sprünge sind einfach nervig. Da hätte ich lieber eine Lücke. So, E-Tank habe ich eingesammelt. Dann bringe ich mal nach oben hier. Lift. Lieber hier die andere Seite. Okay. Oder auch nicht! Das Level ist irgendwie seltsam, muss ich sagen. Warum hat man hier einen Lift, wenn man doch auch so nach oben könnte? Gut, für den Anfang hier. Ja, okay. Da braucht man einen Lift, aber sonst... Guck mal, da kommt man doch
sehr leicht so nach oben. Braucht man doch keinen Lift für. Ich traue solchen Sprüngen niemals. Niemals, niemals und niemals. Weil, wenn da oben Spikes sind und man muss über einen Spike rüberspringen, das ist immer extrem nervig. Nur komm jetzt hier, Lift. So. Das ist sowieso nur für eine kurze Zeit wichtig. Ja, vielleicht später auch noch. Das heißt, ja, vielleicht brauche ich den später noch nicht. Und ich, der Lift darf mich nicht überholen. Kann auch gut sein. Oh, jetzt hier ein Ecksprung. Ernsthaft. Ernsthaft! Obwohl, ich könnte da ja... Ich habe ja Rush Coil, glaube ich, ne? Den könnte ich da einsetzen. Den könnte ich an diversen Stellen einsetzen hier. Komm, 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 komm. Mach mal keinen Blödsinn hier. So. Dann geht's hier wieder nach oben. Oh, der darf wieder diesen einen Sprung machen. Rush Coil. Ja, Rushette habe ich hier. Ist ja sogar noch besser. Aber hier... Haha! Ja, hier brauche ich den Lift. Dann komm mal her, Lift. Ja, wie ich ja auch diese Hitbox mag, ne? Yeah, ist das Beste überhaupt hier, genau! Meine Güte! Das Level nervt irgendwie. Aber irgendwie ist es auch wiederum... Hat es eine gute Idee, man muss schnell sein, damit man den Lift... nicht verpasst und damit man denn da auch... Oh, ich hasse solche Sprünge! Baut doch nicht so eine Scheiße mal ein hier! Wenn ich zu hoch springe, wenn ich den nicht weit da oben... Mann! Oh, lame! Nur weil ich eben zu voreilig gesprungen bin, dann hätte ich das Level, glaube ich, schon geschafft hier, oder was? Keine Ahnung, wie lang das ist, also... So... Ich bin gesprungen vielleicht? Du beschissene Scheiße! Mann! Oh Mann, kann man auch nur so eine Kacke bauen hier? Oh, langweilig. Immer muss man warten, bis dieser Scheiß kommt da. Oh, heute noch vielleicht. So. So. Okay. Diesmal nicht zu früh springen. Na, kommt der Lift auch mal? Danke. Okay, es geht ja nach oben. Ah ja. Gut. Ich hab die Viecher schon in Mega Man 6 gehasst. So, da ich Rushette bekomme, hier zur Verfügung habe, kommt doch bestimmt noch so eine solche Passage, oder? Eine Rush-Jet-Passage. Trottel. Ich kann auch wieder diese Nervensägen hier, ne? Ja, hab ich doch gesagt. Das ist schlecht. Wenn ich jetzt keinen Mittelpunkt habe, dann breche ich das Level ab. Ja, keinen Mittelpunkt. Nach einer solchen, nach diesem... Ja, wie nennt man das? Nach diesem Aufzug müsste normalerweise ein Mittelpunkt kommen. Das ist schlecht und kriegt von mir keine Bewertung. So, gucken wir uns nach einem besseren Level um. Bombman Remix. Escape the Giant Airplane. Green Hair. Na gut, zum Abschluss hier, dann beende ich auch den Part. Ja, machen wir das. Bombman Remix. Ich bin ja auch ein Fan von Remix-Levels. Jetzt könnte man sagen, ja, aber die Leute, die ein solches Level bauen, ja, beweisen damit nicht viel Kreativität. Das stimmt ja gar nicht, denn es ist immer entscheidend, wie solche Level-Designer vorhandene Ideen anders umsetzen. Das finde ich immer sehr interessant, wie sie ein solches Level sehen, indem sie andere Gegner einbauen, die es wahrscheinlich in einem Editor nicht gibt. Ja, okay, sieht man noch nicht mal wie ein Remix-Level aus, denn wenn man hier nach unten fällt, das kam da gar nicht vor in Bombman's Level, oder? Jedenfalls nicht in der Form. Oder, nee, ging immer nach oben in Bombman's Level, ne? Hallo, wieso springt er nicht an der Stelle?
Hallo. Ja, ich hasse. Ich hasse es einfach. Warum halten Gegner so viel aus? Die sowieso einen nichts bringen. Okay, das kam vorher, ja. Übertreib's noch mehr. Gut. Das hat jetzt nicht so viel mit Remix zu tun, also. Gut, Remix heißt ja, dass das Level nicht komplett so genauso ist, wie es im Original ist. Dass man da Änderungen machen kann, aber irgendwie. Das ist ein bisschen zu sehr anders. Nur weil man jetzt den Bombman-Vordergrund, wahrscheinlich auch den Bombman-Hintergrund, weiß ich jetzt nicht, ob es der Bombman-Hintergrund ist, doch am Anfang zumindest weiter vorhanden. Ich weiß, jetzt ist, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, ist das auch noch Bombman? Nee, das ist kein Bombman-Vordergrund. Das ist ein anderer. Ich weiß jetzt nicht genau welcher, aber es ist ein anderer. Und Bombman Musik verwendet und Bombman als Boss hat, heißt es noch lange nicht, dass es ein Remix-Level dann ist. Leute. Ja, man kann es auch übertreiben. Ne? Hm. Mann, hallo! Beweg dich doch, Mega Man! Oh, Affe! Der Raum kam in irgendeiner Form, kam davor. Ja, doch nicht. Ja. Ich finde den Raum schlecht designt. Das sage ich nicht nur, weil ich hier jetzt nebengelassen habe. Das sage ich deswegen, weil es einfach nicht gut... Ja, komm. Ja, ja. Doch sowieso nur rum hier im Mistviecher. Oh, nun stirbt doch endlich, meine Güte. So. Obwohl, ja gut, so schlecht die sein vielleicht nicht, aber... Ich will die Leiter grappen, danke. Ist auch mal geschafft, Mega Man hier. Oh. Meine Güte. Wehe, du springst jetzt nicht hoch, danke. Ja, als ob. Als ob man das Not schaffen kann. Kann mir keiner erzählen. Vielleicht ist es auf eine gewisse Art und Weise möglich. Ja, vielleicht, aber irgendwie, ja. Sieht mir jetzt nicht so stark danach aus. So, jetzt bin ich hier drinnen und kein Checkpoint. Kein Checkpoint. Die bewegen sich gar nicht mehr. Ach, plötzlich bewegt er sich. Die ganze Zeit bewegen... Ja, verarscht mich auch selber, ne? Wieso bewegen sie sich manchmal und manchmal nicht? Ich will gucken, ob es hier vielleicht noch einen Checkpoint irgendwie gibt. Oh, Leute. Das ist die ganze Zeit nur das Gleiche. Das ist unfair. Ja, und kein Checkpoint. Wie hast du das bitte vorgestellt, Junge? So. Das ist ein Checkpoint. Entschuldigung! Ich nehme alles zurück. Okay. Ein veränderter Bossraum. Ich habe ja... Die Waffe will ich jetzt nicht verwenden. Da ich nicht mit voller Energie... Moment, ist Bombman eben verschwunden? Habe ich es richtig gesehen? Dass er da verschwunden ist in der Ecke? Sah mir so aus. Ja, reicht es auch mal jetzt hier. Los, jetzt. Es geschafft haben. Ja, also so ein richtiges Remix-Level. Hm. Einige Stellen waren auch fraglich designt. Aber... Ja, komm. Ich bin nett. Nehmen wir heute mal nett hier. Ja, das war's jetzt auch mit diesem Part. Ich denke mal, im nächsten Part wird es auch weiter irgendwelche Random Levels geben, die ich ja, mal so anklicke aus Interesse. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Bis dann und tschüss.